Sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst. Das Bargeldverbot ist jetzt beschlossene Sache. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das am Donnerstag, den 30. Mai 2024, entschieden. Alles, was über 10.000 Euro kostet, dürfen die Menschen nicht mehr bar bezahlen. Das ist nämlich sehr verdächtig. Ich verrate Ihnen heute erstens, für wen das gilt, zweitens, wer das eigentlich kontrolliert und vor allen Dingen wie, und drittens, wann das eigentlich in Kraft tritt, und viertens, warum jetzt der letzte Kampf ums Bargeld begonnen hat. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin bei den pepperpapers.de, dem Online-Shop für Rechtsdokumente und in der Steuerrechtskanzlei TaxPro. Wir gehen direkt rein in den ersten Punkt. Und der ist, für wen gilt denn das Bargeldverbot jetzt ganz genau? Das gilt immer, wenn ein Händler daran beteiligt ist oder eine Händlerin. Entweder weil der Händler was verkauft oder weil der Händler was kauft. Das ist ein Oder-Kriterium, so nennen wir Juristen das. Es reicht also komplett, wenn auf einer Seite nur ein Händler dabei ist. Also es müssen nicht zwei Händler sein, sondern eine privater, ein Händler, einer kauft und der andere verkauft. Es ist egal, wer kauft und verkauft. Entscheidend ist, dass Sie einen Händler mit dabei haben. Also sieht es ja auf den ersten Blick so aus, als ob von privat an privat nicht unter das Bargeldverbot fällt, oder? Es gibt ja da immer das berühmte Beispiel mit dem Autokauf vom Nachbarn. Als ob alle Menschen in Deutschland ihr Auto vom Nachbarn kaufen oder an den Nachbarn verkaufen. Aber viele, auch von politischer Seite, bringen dieses Beispiel und sagen dann, das ist überhaupt kein Problem. Wenn das über 10.000 Euro kostet, kannst du auch nach wie vor bar machen. Es ist doch ein Problem. Wissen Sie auch warum? Denn wenn Ihr Händler, Ihr Nachbar ist kein Händler. Sie wissen, der hat keine Autowerkstatt, der hat kein Autohaus, der handelt nicht mit Autos. Aber was ist denn, wenn der Nachbar hin und wieder mal ein Auto verkauft? So oft, dass ihn das Finanzamt als gewerblich einstuft. Dann ist Ihr Nachbar, der Ihnen zum Beispiel das Auto verkauft, in der Gewerblichkeit drin. Sie wissen das aber nicht und sind trotzdem dann in dem Verbotstatbestand drin und dürften eigentlich gar nicht 10.000 Euro bar bezahlen. Aber sie machen es, weil sie glauben, dass sie von privat kaufen oder an privat verkaufen. Also dass auf der anderen Seite von einem Rechtsgeschäft, wie wir Juristen das nennen, immer jemand steht, der das Schild Händler auf der Stirn hat, ist wohl die Idee bei diesem Gesetz, aber ist natürlich Unsinn, das ist nicht praktikabel. Also von privat an privat wäre ich extrem vorsichtig. Aber was ist denn dann eigentlich, wenn Sie nun auf der anderen Seite einen Händler haben? Ja, wir haben dann zum Beispiel, Sie bezahlen über 10.000 Euro für ein Auto, für ein wertvolles Schmuckstück, einen Kunstgegenstand, was auch immer. Sie sprengen die 10.000-Euro-Grenze. Was passiert dann eigentlich? Es passieren konkret mehrere Dinge. Als allererstes Mal müssen Sie sich ausweisen. Sie müssen beim Händler, wenn Sie zum Beispiel was kaufen, Ihren Personalausweis vorzeigen und der Händler muss das dokumentieren. Der muss das erfassen. Der müsste eigentlich, wenn er es korrekt handhabt, auch eine Kopie machen. Was ist dann mit der Personalausweisnummer? Datenschutzproblem. Und der nächste Punkt ist, Sie müssen sich rechtfertigen. Sie müssen erklären und nachweisen gegenüber dem Händler, woher Sie das Bargeld haben, wenn Sie über 10.000 Euro ausgeben. Und auch das muss der Händler erfassen und diese Erfassung aufbewahren. Überlegen Sie mal, wie soll das denn laufen in der Praxis? Sie gehen zum Beispiel zu einem Händler und kaufen nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Auto und wollen in bar bezahlen. Mehr als 10.000 Euro. Sie zeigen den Personalausweis vor. Diese Daten muss der Händler erfassen und aufbewahren. So steht es in dem neuen Gesetz drin. Und er muss erfassen und aufbewahren, woher Sie das Geld haben. Sie müssen gegenüber dem Händler nachweisen, ihm Rechenschaft ablegen, woher Sie das Bargeld haben. Ist eine ganz schwierige Sache. Als Steueranwältin sage ich Ihnen dazu, da habe ich mehrere Probleme. Und zwar nicht nur datenschutzrechtliche, sondern vor allen Dingen auch steuerrechtliche. Denn Sie wissen ja, die Vermögensteuer, die haben wir in Deutschland schon lange nicht mehr. Die ist abgeschafft. Das war ja die Steuer, wo Sie rechtfertigen mussten. Was haben Sie an Vermögen? Wie viel ist das wert? Wie hatten Sie überhaupt das Geld dafür, das zu kaufen? Die haben wir nicht mehr. Das ist eine versteckte Einführung von einer Art Vermögensteuer durch die Hintertür. Denn was macht denn der Händler? Der Händler erfasst und bewahrt die Daten auf.
und schließt die weg und niemanden interessiert's? So kommen wir nämlich auch zum zweiten Punkt. Wer kontrolliert das eigentlich und vor allen Dingen wie? Wir bekommen dazu eine neue Behörde in Deutschland rein. Das ist eine spezielle Behörde gegen Geldwäsche und die nennt sich, Geldwäsche auf Englisch, Anti-Money Laundering Authority, kurz AMLA. Die hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Bei uns hier, unsere Kanzlei sitzt ja auch in Frankfurt am Main. Frankfurt hat sich da gegen viele europäische Städte durchgesetzt, große Städte auch. Aber die Behörde hat jetzt ihren Sitz in Frankfurt, die nimmt nächstes Jahr schon ihre Arbeit auf und die soll dann die Händler kontrollieren. Ihnen ist klar, was das bedeutet, oder? Die Händler haben erfasst und aufbewahrt die Personalien von denen, die bei Ihnen gekauft haben, über 10.000 Bar bezahlt haben oder an die Sie verkauft haben, über 10.000 Bar bezahlt haben. Und Sie haben die Personalien nicht nur erfasst, sondern ja, auch den Nachweis, wo denn das Bargeld herkommt. Diese Behörde, die Anti-Geldwäsche-Behörde, die wird es dann verfolgen. Die schaut sich die Aufzeichnungen an. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Lederer, das ist doch Panikmache, woher soll denn die Behörde wissen, welcher Händler Bargeld akzeptiert oder bei dem Bar bezahlt wird? Über 10.000 Euro ist es ja nur interessant. Verrate ich Ihnen. Das Finanzamt ist ja schon jetzt so weit, dass wir in Deutschland die sogenannten bargeldintensiven Betriebe haben. Das ist Gastronomie, klar, das sind auch Kioske, Friseure, Autowerkstätten, alle möglichen Gewerbe. Es gibt jedes Jahr eine neue Liste dazu vom Bundesfinanzministerium. Schauen Sie sich mein Video an, wenn Sie es noch nicht kennen. Aber die bargeldintensiven Betriebe gehören in Deutschland einfach zu den üblichen Verdächtigen beim Finanzamt. Und deswegen hat das Finanzamt die sowieso schon im Visier und schaut sich die ganz genau an. Und das passiert in Zukunft dann noch zusätzlich mit dieser Anti-Geldwäschebehörde, die sich dann anschaut, ob die Käufer oder Verkäufer sich das überhaupt leisten könnten und wo die 10.000 Euro und mehr bar eigentlich herkommen. Wir kommen zum dritten Punkt. Ab wann gilt das? Ich habe Ihnen ja eingangs gesagt, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union das am 30. Mai diese Woche beschlossen haben. Das Ganze muss nur noch im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet werden. Das ist eine reine Formsache. Und dann tritt das konkret in 2,5 Jahren in Kraft. Genau, 2027. Sie können also jetzt noch das halbe Jahr 2024 relativ entspannt mit mehr als 10.000 Euro bar umgehen. 25, 26 auch noch. Denken Sie mir dran, da fängt schon diese neue Geldwäschebehörde an zu arbeiten. Und ab 27 haben wir dann das Verbot. Damit beginnt jetzt der letzte Kampf ums Bargeld. Warum ist das so, verrate ich Ihnen. Weil aus diesen 10.000 Euro Bargeld, Obergrenze oder Verbot als nächstes ganz schnell 1.000 Euro werden können, dass Sie ab 1.000 Euro nicht mehr bar bezahlen dürfen. Wissen Sie, wer das aktuell fordert? Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft. Die Deutsche Steuergewerkschaft ist ja die Gewerkschaft der Finanzbeamten in Deutschland. Und der Vorsitzende, der heißt Florian Köbler, dieser Mann ist nicht irgendwer. Der sitzt im Beratergremium beim Bundesfinanzministerium. Vom Bundesfinanzministerium wissen Sie, wenn Sie meine Videos kennen, da kommen ja die neuen Gesetze, die Entwürfe für die Gesetze, zum Beispiel gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung und so weiter. Diese Gesetze starten dort, gehen dann durch Bundestag, Bundesrat und werden dann Gesetz. Das heißt, wer im Beratergremium beim Bundesfinanzministerium sitzt, hat was zu melden. Und dort ist die 1.000-Euro-Grenze im Gespräch. Begründet wird das Ganze, ja, alles, was darüber hinaus bar ist. Das riecht ja danach, dass es illegal ist. Das ist Terrorismusfinanzierung, das ist Mafiageld. Das ist auf jeden Fall, es hat was mit Geldwäsche zu tun. Es ist auf jeden Fall verdächtig. Und ab 10.000 Euro sowieso, deswegen jetzt das neue Gesetz. Aber ist das eigentlich wirklich so? Ist wirklich alles, was über 10.000 Euro bar bezahlt wird, verdächtig? Und ist Deutschland wirklich ein Geldwäscheparadies, wie es ja oft gerade von Seiten des Finanzamts heißt, auch von Seiten des Bundesfinanzministeriums, sind wir ein Paradies für Terrorfinanzierung, für mafiöse Strukturen, illegale Geldwäsche und Geschäfte? Wo denken Sie eigentlich, dass Deutschland bei dem Thema international steht, bei der Geldwäsche und der Terrorfinanzierung? Was glauben Sie? Ich habe es nachgeschaut. Deutschland steht auf Platz 120 von 152. Das Ganze steht im Anti-Money Laundering Index für 2023, also recht aktuell, vom Basel Institute on Governance. Also,
Nur weil wir in Deutschland aktuell noch keine Bargeldobergrenze haben, sind wir auf Platz 120 nicht unbedingt Spitzenreiter im Geldwäscheranking, ne? Schauen Sie sich mal das Beispiel Italien an. Italien liegt in diesem Ranking 9 Plätze vor Deutschland. Und das, obwohl die eine Bargeldgrenze schon haben, mit 5.000 Euro nämlich. Also auch die Schlusslichter übrigens in dem Ranking. Das geringste Risiko für Geldwäsche. Wissen Sie, wer das hat? 3 Länder konkret. Das ist Island, Finnland und Estland. Und alle drei, wen überrascht's, haben keine Bargeldobergrenze aktuell. Und überhaupt ist nicht sogar das Gegenteil der Fall, dass nämlich Deutschland das Bargeld sogar richtig dringend braucht. Das sagt zum Beispiel die Deutsche Bundesbank. Richtig. Die sagen ausdrücklich, Deutschland braucht Bargeld und vor allen Dingen sorgt das Bargeld für Stabilität in der Krise. Wissen Sie noch, wir hatten ja neulich das Problem mit den Girocard-Zahlungen. Das war auf einen Netzwerkfehler zurückzuführen. Da konnten Sie mit der Girokarte nicht bezahlen. Dasselbe Problem, ein ähnliches Problem, hatten wir vor 2 Jahren auch schon mal. Was ist denn, wenn Sie am Geldautomaten kein Bargeld mehr bekommen können? Wir steuern ja schon darauf zu. Immer mehr Banken schaffen die Geldautomaten ab oder gehen dazu über, dass sie fürs Geldabheben auch noch Geld bezahlen sollen. Habe ich auch mal ein Video zugemacht. Also die Bundesbank sagt klipp und klar, wenn Sie eine Krise haben, egal welche, sorgt Bargeld für Stabilität. Und die Bundesbank sagt in ihrer aktuellen Studie, die sie zum Thema Bargeld gemacht hat, ausdrücklich, dass es wichtig ist, sehr wichtig. Das Zitat: Die Wahlfreiheit in Bezug auf Bezahlungen nicht mehr gewährleistet ist, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung sich diese wünscht. Zitat Ende. Sagen Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren, ob Sie für oder gegen das Bargeld sind. Sind Sie auch für die Bargeldobergrenze? 10.000, alles ab da, ist verdächtig, könnte kriminell sein. Die Bundesbank ist jedenfalls hingegangen und hat gesagt, wir machen jetzt mal eine Initiative. Wir sorgen dafür, dass das nationale Bargeldforum gegründet wird. Da sind Händler drin, da sind Verbraucherschützer drin, die sich auch für den Erhalt von Bargeld in Deutschland einsetzen. Und die Finanzbranche sitzt auch drin. Dieses Forum möchte Münzen und Scheine erhalten. Denn Fakt ist, wer Bargeld hat, macht sich nicht automatisch verdächtig. Bargeld bedeutet für die Menschen Freiheit, es bedeutet Sicherheit und Privatsphäre. Und genau das haben sie mit dem neuen Gesetz nicht mehr. Wenn sie sich ab 10.000 Euro rechtfertigen müssen, woher sie das Geld haben, was die Quelle dafür ist. Ich möchte Ihnen ein Zitat noch mitgeben, ist mir wichtig. Ich verrate Ihnen auch, wer das gesagt hat. Das ist der Chef des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte. Der Mann heißt Willi Rügen. Und der hat gesagt, Bargeld ist eine der größten ökonomischen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Das Bargeld sichert Privatsphäre. Bargeld schützt die Bürger vor zu vielen staatlichen Eingriffen in das private Leben. Zitat Ende. Ich hoffe immer, dass es sich schlauer gemacht hat heute auf dem Kanal. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.